Also gut, Leute. Wir sind jetzt bestens gewappnet, mit den Nerven fast am Ende. Und hoffen, dass wir diesen Boss jetzt endlich mal hier hinkriegen. Schaffen wir jetzt schon. Also dann, auf geht's. Am besten erstmal links halten. Und warten, bis er hier rüberkommt, dieser Feigling. So, schnell auf die Laterne. Ah, komm. Okay. Weit so gut. So, komm, komm, komm. Macht nix. Ja, Mist. Aber noch ist nichts verloren. Genau. Noch ist alles drin. Ich nehme alles zurück. Ich bin runtergefallen. Das ist gerade ein bisschen scheiße, weil wenn er jetzt springt, dann wird das Ganze böse enden. Natürlich, er geht dann direkt auf dich. So, bleib am besten drauf. Okay, geht doch nicht. Der ist schon alleine runtergefallen. Scheiße. Du bist doch so ein Idiot. Hallo? Oh, geh weg. Meinst du ihn oder meinst du mich? Ich meine ihn, nicht dich. Ich brauche ihn noch. So. Mal schauen, ob ich das jetzt hier auch hinkriege. Schmeiß jetzt nur noch mein Geld. So. Na gut, dann darfst du auch dahin. Was zum? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, hallo. Was verstehst du? Halt weg nicht! Vielleicht müssen wir Englisch mit ihm sprechen, go away. Ich glaube, es bringt genauso wenig. Ikimashu? Japanisch bringt genauso wenig, und das... Weil Ikimashu ja nicht heißt, du sollst gehen, ja, sondern lass uns gehen. Wollte gerade sagen, das... Ich... Das ist gleich ein Besen. Den hat sie doch schon längst gefressen, dachte ich. So. Es wird Zeit, dass wir den jetzt irgendwie schaffen. Ich muss jetzt nur irgendwie überleben, bis du getroffen wurdest. Weißt du was, ich mache folgendes. So. Das werden wir jetzt mit voller Energie nochmal versuchen. Okay. Dann versuchen wir es jetzt einfach. Ich schieße aber wirklich auch viel zu viele Pfeile. Muss jetzt echt gerade erstmal gucken. Okay, da wäre ich dann normalerweise sicher. Oh Mann. Ich habe gerade keine Ruhe. So, okay. Treffer. Treffer! Nein, oh, okay, das war daneben. Er hat wenigstens dich nicht getroffen. Oh, Gott sei Dank. Scheiße, jetzt aber. Oh, Mann. Ja, gut, einmal, das ist verkraftbar. So. Ah, das war hoch. Schon wieder. Oh, Mann. Warum kann ich das nicht? Das ist nicht wahr, dass ich reinsteigern. So. Ja, toll, jetzt ist er wieder anders. Mann! Leck mich! Du kannst mich gleich mal kreuzweise. Okay, Geld schmeißen bringt nichts. Der hat dich nur angemiaut. So.
Okay, das könnte klappen. So, jetzt ist er erstmal erschöpft. Sehr schön. Okay, noch ein paar Treffer. Spannend. Yes! Nein! Fickt euch, warum? Warum hat er noch Energie? Scheiße. Ich dachte, das wär's schon. So, Leute, Pause. Wir müssen uns sammeln. Definitiv, sonst muss ich gleich in die Klapse. So, liebe Leute. Ein weiteres Mal müssen wir uns diesen Scheißkerl hier stellen. Aber diesmal wieder zu zweit und mit mehr Leben und mehr Energie. Ich habe mein Geld verbrannt. Autsch. Der Fall kann mich auch treffen. Interessant. Oh, scheiße. Habe ich dich jetzt die ganze Zeit abgeschossen? Jetzt gerade ja. Du hast mich umgebracht. Scheiße. Aber das muss man ja auch erstmal wissen. Na toll. Ich habe es eigentlich nur gut gemeint. Das kann man ja vorher echt nicht wissen, dass der Fall mich dann auch noch trifft. Ich hätte nicht so weit vorne stehen sollen, aber ich wollte mich eigentlich nur in Sicherheit biegen. So, komm schon. Wenn ich das Muster jetzt so weit beibehalte, dann kriegen wir ihn. Komm schon. Okay, das wird nix. Egal. Komm schon, das habe ich jetzt raus. Jetzt nur nicht nachlassen, jetzt nur nicht nachlassen. Scheiße. Scheiße, egal. So. Komm schon. Ja. Okay, so. Jetzt friss Geld. Ui, ui, ui. Ah. Okay. Ja, kugelt sich also nur noch durch die Gegend oder was? Wenn das alles ist, was er drauf hat, dann ist das ja eigentlich... Meine Mission wurde erfüllt. Nicht allzu schwierig. Naja, was heißt nicht allzu schwierig? Ah! Ach du meine Güte! Okay, jetzt ist gut! Jetzt hast du genug umgeturnt! Scheiße, Mann! Oh, Mann, warum? Bitte, 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 bitte! Okay, was machst du dieses Mal wieder rumkugeln? Ah! Oh. Scheiße, ich war zu verschwenderisch. Das ist nicht wahr! Nein. Also mit diesem Cola-Muster erstmal zurechtzukommen, ist nicht leicht. Das kriegen wir jetzt hin, wir kommen jedes Mal ein Stück weiter. Ja, nicht mehr viel, Leute. Wir haben es bald geschafft. Wie viele Versuche haben wir jetzt eigentlich gebraucht? Egal. Wir sehen uns gleich nochmal. Leute, ich bin mit den Nerven bald am Ende. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Boss, aber das muss auch irgendwann machbar sein. So, komm schon. Schieß deine Pfeile. Schieß Amos Pfeile. Bleib am besten wieder links in der Ecke. So, ich kümmere mich jetzt darum, dass er hier nicht mehr so weit rüberkommt. Ich wollte kein Geld schmeißen. Okay, scheiße. Planänderung. Bitte triff mich nicht. Bitte triff mich nicht. Na gut, ich habe auch ein Leben verloren. Das war zu früh, okay. So, sehr schön. Okay, das klappt. Bis jetzt. Das war zu spät, okay. Ein Treffer noch. Ja. Yes! Okay. So ist brav. Genau so kannst du bleiben. Ich komme von dem immer nicht so schnell weg. Das ist das Problem. Ich kann ihn das mit Geld schmeißen. Wir schaffen das. Hallo. Sehr schön. Ach du meine Güte. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Damit ist deine Chance... Mann, was ist das? Nein. Nochmal! Diesen einen Versuch will ich jetzt auf jeden Fall nochmal wagen. Du willst jetzt so alleine dadurch.
Ich riskiere es einmal noch. So, kommt schon, Laterne, schieß auf mich. Ach, ihr wollt nicht? Okay. So. Ah, warum? Weil du gesagt hast, das soll auf dich schießen. Meinte ich aber nicht so, dass sie es wirklich machen sollen. Na klasse. So, kannst du jetzt mal rüberspringen, bitte? Damit ich mich um die Laterne da oben kümmern kann. Oder komm näher, was auch immer. Ach. So. Jetzt kannst du von mir aus erstmal springen, so viel du willst. So. Lass mich in Ruhe. So. Okay, so ist brav. Ach, scheiße. So kann ich nicht angreifen. Warum machst du... Oh, je, je, je. Jetzt ist gut. So. Das war Nummer 1. Oh, Mann. Dann wollen wir uns mal um Nummer 2 kümmern. So, das war Nummer 2. Ich... Komm, bring mich um. Ach, daneben nicht. War ich jetzt zu nachlässig. Jetzt hat er dich umgebracht. Aber er lief so gut, sag man. Ein weiteres Mal versuchen wir es jetzt mit diesem nervigen letzten Mistkerl. Wenn das wirklich der letzte sein sollte, ich hoffe es mal. Aber wenn jetzt noch irgendwas hier, das war dumm, auftauchen sollte, dann wird es problematisch. Scheiße, okay. Ach man, ich verbox mal wieder. Ich würde ja schießen, aber ich treffe dich dann. Okay, das wird jetzt sehr scheiße. Das ist mir wie scheiße. Talent, ich habe jetzt so viel Glück, dass ich das schaffe, aber... Ich klaue dir jetzt ein Leben. Mach nicht. Schützen zu können. Ist in dem Fall in Ordnung. Vielleicht packen wir es, ja. Was ich den noch getroffen habe, wow. So, okay. Und rüber. So, und links. So, und jetzt kugelt er sich. Okay, mein Leben ist weg. Gut, aber ich habe meine Mission hiermit auch wieder erfüllt. Jetzt liegt's wieder an dir. Oh Mann. Komm schon, das muss ich doch packen. Ich weiß ja eigentlich nicht. Eigentlich. Aber man braucht starke Nerven hierfür. Wollen wir da so bescheuern? Moment. Ich probiere mal was aus. Komm mal runter. Ich glaube, der will nicht runterkommen. Der wird wahrscheinlich erst runterkommen, wenn du dich bewegst. Ah, ich habe Angst. So, okay. Okay, ich bin hier... Moment. Ich habe einen Schwachpunkt gefunden. Ja, der kann mich hier nicht treffen. Geil. Jetzt hoffe ich nur, dass entweder das Geld reicht oder ich das Glück habe, dass ich ihn irgendwie noch... Oh Mann. Das hätte ich mal vorher finden sollen. Das kannst du noch schaffen, aber es sieht immer so knapp aus. So. Und tschüss! Endlich! Ah, so einfach war's!
Da hätte ich mal vorher drauf kommen müssen, dass da so eine schöne Ecke ist. Meine Nerven. Kommt ihr näher, ist die Prinzessin dran? Der große Shogun hat keine Gegner. Was? So war es nicht vereinbart. Prinzessin Yuki sollte meine Freundin werden. Darum halte ich euch. Ihr seid nun auf euch gestellt. Warte! Ohne eure Macht bin ich nur ein hilfloser Alter, was auch immer. Hua, kommt ihr nicht näher. Noch ein Schritt und die Prinzessin ist die Geschichte. Ich sagte, nicht näher kommen. Halt! Ah, nein! Yay, wir haben sie gerettet, endlich. Wir haben es geschafft, ich glaub's nicht. Ah, wie viele Nerven sind dabei draufgegangen? Millionen. Ah. Und kriegt er nicht mal eine Strafe dafür, dass er das gemacht hat? Nee. Wir kriegen jetzt nur die Credits. Oh. Wow. Ich bin enttäuscht. Der Typ gehört versohlt. Normalerweise schon. Der gehört den Dach runtergeschmissen. Der gehört in das Kittchen gespannt, das wir gesperrt wurden. Aber immerhin, wir haben es gepackt, endlich. Ja, endlich. Wuhu, Party! Wie, das sind alle Credits? Müssige Ninja, mehr steht da nicht? Achso, okay. Ja, somit haben wir es endlich geschafft. Ein eigentlich sehr wundervolles Spiel mit gewissen Macken, in Anführungszeichen. Es ist kein wundervolles Spiel, es ist einfach nur schrecklich. Was sagst du? Also ich find's eigentlich klasse. Es ist nur halt, wie gesagt, gegen Ende ein bisschen lästig. Muss ich auch zugeben. Also dieser Boss Rush ist schon nervenaufreibend. Vor allem alleine, das ist wirklich nervig. Wenn man wirklich... Hey, ich habe alles getan, um dein Leben so lange wie möglich herauszuzögern. Ich meine wirklich, wenn du jetzt hier ohne zweiten Spieler das Spiel spielst, dann musst du wirklich, komplett fehlerfrei bei den Bossen vorbeikommen. Gut, wenn man weiß, diesen Typen, diesen Namen merke ich mir, den Typen werde ich umbringen, falls er noch lebt. Naja, auf jeden Fall, bei den letzten Bossen, man muss wirklich erstmal darauf kommen, dass man sich da in der Ecke verkriechen kann, um wirklich vorhin sicher zu sein. Da muss man echt erstmal drauf kommen. Sich in irgendwelche Ecken zu verkriechen. Naja, immerhin, wir haben die Prinzessin gerettet, alle sind glücklich, wie man es auch nennt, wir sind nervlich am Ende. Aber wir haben es geschafft, Leute, wir haben The Legend of the Mystic Ninja mit euch gemeinsam durchgespielt. Wir sind nervlich am Ende, ihr, weiß ich nicht... Tafel Schokolade wäre jetzt nicht schlecht, um die Nerven wieder aufzubauen. Das wird in dem Fall wahrscheinlich noch nicht mal helfen. Ach, mir schon. Naja. Willst du noch irgendwas zu diesem Spiel sagen, außer dass du es nicht magst? Ich möchte noch eine Sache sagen, auch wenn du mich dafür killen wirst. Leute, ich habe mal geguckt, was so an Kommentare geschrieben wurde und das ist wirklich kümmerlich. Ja, nur ein einziger. Schreibt uns Kommentare! Wir haben uns so angestrengt für euch! Ja, nur ein einziger hat Kommentare geschrieben. Ja, der Markus LP. Danke an dieser Stelle, weil er ist auch ein treuer Schreiber bei mir. Aber ansonsten kümmerlich, Leute, ja. Kümmerlich. Nicht mager, leider. Wir reißen uns hier den Arsch auf und wir strapazieren unsere Nerven und kriegen nicht mal einen Kommentar dafür, außer von Markus. Ja, was soll's, ich kenn's schon bei meinen anderen Let's Plays nicht anders. Da sind die Kommentare auch recht mager, leider. Aber was soll's. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier mit diesem Let's Play, mit diesem nervenaufreibenden Let's Play. Wie es aber einen schönen Soundtrack hat, die Melodien werden wir wahrscheinlich tagelang jetzt noch in Ohr rumschwirren. Und vor allem dieser Bosskampf, naja, wie dem auch sei. Ja, Leute, es wird Zeit für die Verabschiedung. Deswegen sagen wir jetzt für dieses Let's Play auf jeden Fall auf Wiedersehen. Und ich sage bis zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen. Bis dann, euer Tamiko-chan. DJ Chaos Strikes Back. Wo bleibt das Konfetti?